Oh mein Gott, Leute, ihr glaubt gar nicht, was heute passiert. Heute kommt das erste Roblox-Event seit 4 Jahren, Leute. Und zwar das Roblox-Event Hand, Leute. Das letzte Event vor 4 Jahren war das Oster-Event und dieses Jahr ist es wieder eins. Und zwar kannst du es auf jeder Plattform spielen. Selbst auf deinem Handy, auf deiner Konsole und sogar mit der VR, Leute. Und in diesem Video erzähle ich dir alles, was du wissen musst. Und damit du das nie wieder verpasst, abonniere meinen Kanal. Vielen Dank schon mal für deinen Support und viel Spaß beim Video. Nehmen über 100 weitere Spiele von Roblox an diesem Event teil, Leute. Unter anderem natürlich auch Notruf Hamburg, weshalb ich ja auch dieses Video für uns mache. Das heißt, ab morgen 17 Uhr geht's los, Leute. Da streamen wir dann wahrscheinlich auch, also heute 17 Uhr besser gesagt. Ihr seht das ja morgen, das Video. Und zwar kannst du denn mit Quests, Leute, also es gibt Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Dann kriegen wir richtig coole Abzeichen. Und mit diesen Abzeichen können wir uns seltene Items freischalten für unseren Charakter, Leute. Das heißt, wenn wir das alle schaffen, Leute, sehen wir am Ende richtig cool aus. Auf die Items komme ich später noch zurück, denn da gibt es schon kleine Leaks, Leute. Ich werde euch das alles zeigen. Ups, wieso habe ich mich gedreht hier? Und dann werden wir uns das mal zusammen angucken. Also heute um 18 Uhr, Leute, fängt das Event an. Um 17 Uhr startet unser Stream und dann spielen wir ins Event rein, Leute, und gucken uns das alles an. Natürlich folgt denn darauf die Tage auch die Videos dazu, Leute. Wir werden das Event auseinandernehmen, Leute. Wir werden uns alles holen, was es gibt. Aber was jage ich eigentlich? So wie ich das richtig verstanden habe, jagen wir richtig futuristische, also so Zukunftsgegenstände, einfach überall verteilt, Leute. Wie das denn auch aussehen mag mit richtigen Details, das werden wir denn heute sehen. Also reisen wir durch Raum und Zeit und sammeln da futuristische Schätze ein, wodurch wir Abzeichen verdienen. Und mit diesen Abzeichen können wir uns richtig seltene Gegenstände für unseren Charakter holen, Leute, die nur wir bekommen. Aber da gibt es auch noch so einen goldenen Part, Leute, wie hier auf dem Screenshot zu sehen. Auf jeden Fall, Leute, man kann anfangen, wo man will. Hauptsache, man erfüllt am Ende alle Aufgaben, die für die erforderlichen Abzeichen nötig sind. Denn auch nur so bekommst du die seltenen Gegenstände. Und jetzt zeige ich euch nochmal alles, wo ich das alles her habe hier, dass ihr das auch mal seht. Fängt es hier an, auf der Seite von Roblox selbst. The Hunt, die große Schatzsuche, erste Edition, Leute. Erkundet die unendlichen Schatzkammern. Willkommen der großen Suche, erste Edition, Leute. Die große Suche bringt dich eine unendliche Schatzkammer, in die futuristischen Schätze finden wirst, die durch Raum und Zeit von Roblox gesammelt wurden, Leute. In der unendlichen Schatzkammer ist Altes neu und Neues alt. Bist du schon einmal in der Zukunft oder in die Vergangenheit gereist? Egal, wohin die Reise geht, wichtig ist nur, wie viele Schätze du sammelst, Leute. Das ist auch wahrscheinlich unsere Hauptaufgabe, nur die Schätze sammeln. Schließe spannende Quests ab. Bereit, dich zu beweisen, gehe durch eine Reihe von Portalen, um Abenteuer zu finden und Abzeichen zu verdienen. Hier meine ich auch das mit dem Screenshot, Leute, den ich euch hier zeige, mit diesem goldenen Weg, den ihr dann freischaltet, den man kaufen muss, wie ihr hier schon seht, mit Robux, Leute, oder wenn ihr dieses Item habt. Aber ich glaube, das hat die wenigsten Leute hier von euch, weil 29.000 Roblox, Leute, oh mein Gott, 29.000. So, als nächstes, sammel epische Belohnungen. Die Schatzkammer ist voller seltener Artikel und deine Abzeichen dienen als Schlüssel, mit denen du sie freischalten kannst. Kannst du dir sie alle holen, bevor sich die Schatzkammer für immer schließt, Leute? Das heißt, die Artikel, die dort bekommen, wie ihr hier wahrscheinlich den hier schon seht, sowas, sind so ultra selten, dass ihr die auch wirklich nur in diesem Roblox-Event bekommen könnt. Das heißt, wir müssten richtig loslegen, Leute. Ich hoffe, wir schaffen das. Zusammen lösen wir alles, falls es mal Probleme gibt. Hier seht ihr nochmal wichtigste Fragen, aber ich glaube, da waren keine dabei. Wie schließt man die große Suche ab, indem man halt alle Aufgaben erledigt und so. Das finden wir zusammen raus, Leute. Das war das erste Video. Dann gab es natürlich auch einen neuen Post heute von Bloxy News, Leute. Der erzählt ja nochmal, wie das alles genau abläuft. Also, what's the hand, wann das abläuft hier. Das ist für alle
Geräte funktioniert, Mobile, PC, Konsole und VR tatsächlich. What exactly I'm hunting for? Das sind die futuristischen Schätze, die ihr durch Raum und Zeit, durch Roblox-Spiele findet, Leute. Also mal kurz grob zusammengefasst. How do I know the experience of participation? Quasi eine Liste, Leute, wer dran teilnimmt, kommt mit Beginn am Freitag um 18 Uhr unserer Zeit. Leute, die 10 Uhr ist Pacific Glory oder irgendwie sowas. Also 18 Uhr unserer Zeit. Und wie bekomme ich jetzt eigentlich die Sache? Steht hier auch noch, Leute, die werden automatisch, wenn ihr die Aufgaben erledigt, eigentlich in eurem Inventar zugefügt. Und wenn nicht, soll man sich da melden. Ho, unlock the gold track. Das ist das, was ich euch eben erzählt habe. Mit diesem Item hier bekommt ihr das einfach for free. Und ansonsten müssen wir bezahlen. Ich weiß aber allerdings noch nicht, wie viel. Das steht hier leider noch nicht drin, Leute. Und ja, what's next? Das heißt, das ist so ein kleiner Test von Roblox. Die testen einfach mal, wie es läuft, Leute. Und danach sehen wir weiter und können vielleicht auch in der Zukunft auf mehr solche Events hoffen. Was ja eigentlich richtig cool wäre. Hier haben wir jetzt nochmal eine kleine unoffizielle Liste, weil es gibt, wie gesagt, keine offizielle Liste, welche Sachen alle teilnehmen. Wir wissen, Notruf Hamburg nimmt teilweise was in die Discord-Gruppe gepostet haben. Und zwar das hier, Leute. Gucken uns mal das Video zusammen an. 15.03. Das war's auch schon. Mehr passiert hier tatsächlich gar nicht, Leute. Wir gucken nochmal rein. Hier sehen wir von RTC. RTC, der im Account, der hat das gepostet. Und ja, der hat auf jeden Fall viel mit Roblox zu tun und der schlägt das Event schon mal ein. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich habe das jetzt gemacht, wo mehr Informationen zugekommen sind. Aber dadurch, dass Notruf Hamburg hier ein Zeichen setzt und das quasi auch in ihrer Gruppe postet, würde ich sagen, dass Notruf Hamburg auf jeden Fall safe dabei ist, Leute. Und wir gucken mal, was die Aufgaben da sind. Ich bin richtig gespannt, Leute. So, Leute, hier bin ich jetzt in einer Welt, wo ich euch alle Items zeigen kann. Die ihr sehen werdet, und hier seht ihr mir schon, durch Raum und Zeit reisen wir, Leute. Hier ist ein Server, auf dem alle Items, die ihr bekommen könnt, verlinkt sind. Hier seht ihr eine Maske, Leute, ich will die jetzt nicht alle anziehen, ich weiß nicht, wie ich die ausziehen kann. Oh, die Robe sieht schon richtig cool aus, Leute, die will ich haben. Es passt sogar alles zu Loco, Leute. Guck mal, hier sind sogar neue Haare für Loco vielleicht. Leute, soll ich mir das versuchen unbedingt zu beholen? Dann hat Loco neue Haare. Wie cool wäre das denn? Loco kommt, neue Haare. Dann eine Lavalampe, okay. Flügel auch cool. Schwert, noch mehr Flügel. Kopfhörer. Eine Brille, so eine futuristische, auch cool, Leute. Aber das war's noch nicht. Da hinten geht's weiter. Hier gibt's so Stäbe, also so Waffen, sag ich mal. Noch so eine Kopfrobe. Eine Krone, eine kleinere Krone, wieder Flügel, eine große, boah, die ist aber riesig, Leute, eine große Kette, 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 Flügel, Kopfhörer, das ist ja Handbadge, irgendwie so ein Badge und ein T-Shirt, Leute. Und da hinten die Leute, die das, ich denke mal, rausgefunden haben, die, großes Appreciate an die das gemacht haben, auf jeden Fall, so dass ich es euch zeigen kann. Kann man hier noch irgendwie was, Flagpole, genau, das gucken wir uns gleich auch noch an. Hier irgendwas, nee, Leute, wir schauen jetzt nochmal, aber das sind die Items. Ich könnte gerne einfach The Hunt bei Roblox suchen und dann seht ihr das schon. Und hier Not Sure, also diese Sachen sind noch nicht hundertprozentig sicher, dass sie kommen werden, aber sehen auch cool aus, Leute. Aber die Haare da interessieren mich echt am meisten. Ihr seht jetzt wahrscheinlich doof aus mit meinen da drüber, ja, aber wir ja, mal gucken, Leute, finden wir schon raus. So, Leute, Portale werden geöffnet. Ich konnte das jetzt schon irgendwie mal so öffnen, mal gucken, aber ich denke mal, es passiert einfach noch nichts. Aber ihr seht jetzt, sorry, noch nicht, Portal wird geschlossen, Leute. Ich werde rausgekickt, wo bin ich jetzt? Ich fliege rum, absolviere Quest für Avatar-Artikel. Beginnt in 21 Stunden, Leute. Oha, oha, okay. Sind hier wirklich Eisdicks und so drauf? Oder ich wollte gerade sagen, nee, das hat doch. Irgendwo ist hier Game Freaks, Leute. Zäh, wie cool ist das denn? Auf jeden Fall, wir gucken uns das hier alles mal an. Ich fliege hier mal nach ganz unten. Okay, tiefer geht es nicht, Leute. Ist das? Liegt das? Oh, wir fliegen auch. Hui.
Ui, Leute. Seht ihr das? Ah, wie cool. Okay, Leute, ab geht's. Yeah, ich bin so gespannt morgen. Oder heute, wie gesagt. Oh, ich kann es echt nicht erwarten, Leute. Wir werden es zusammen sehen. Ich suche jetzt aber mal Mystics. Da ist Linda. Lokulinda, Madara, Mystics. Alle hier, aber ich weiß nicht wo, Leute. Kannst du auch nicht hören, ne? Nee. Eigentlich sieht man doch fast alle von hier aus. Sieht hier doch. Ach, da ist er doch. Ah, hallo. Okay. Leute, da ist Game Freaks. Okay, Leute, auf jeden Fall. Lasst doch gerne ein Like da. Vergesst euch nicht, einen Wecker zu stellen. Um 17 Uhr geht Loco live, Leute. Und um 18 Uhr werden wir die ersten Aufgaben erledigen für die ersten wichtigen Artikel, für die ersten wichtigen Schätze, besser gesagt. Und werden sie sammeln und werden hier um 21 Stunden da sein, Leute. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst ein Like da. Schreibt da noch einen Kommentar, wie ihr das Event findet, Leute. Und ob ihr euch drauf freut. Und wir sehen uns dann im Livestream. Tschüss und viel Spaß beim nächsten Video.